Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vor mehr als einem Jahr hat unsere Fraktion hier im Landtag in der Aussprache zu unserer Großen Anfrage kommunale Straßenbauinvestitionen und Straßenausbaubeiträge als erste Fraktion die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge gefordert und eine Debatte eröffnet, die mittlerweile zwei Gesetzesentwürfe und eine in der Tat sehr interessante Expertenanhörung gezeitigt hat. Ich darf hier zunächst auf unseren eigenen Gesetzesentwurf verweisen, Drucksache 17/7619, der in vielerlei Hinsicht besser ist als der Gesetzesentwurf der CDU, der heute vorliegt. Unsere konkrete Forderung war und ist, die Verbundsätze im Landesfinanzausgleich anzuheben, um so eine strukturelle Verbesserung der kommunalen Finanzen zu bewirken. Im Zuge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge soll zusätzlich eine Pauschale für die Kommunen eingeführt werden, die nach einfachen Kriterien verteilt wird. In der Expertenanhörung und der anschließenden Auswertung im Ausschuss wurde darüber diskutiert, wie hoch die Kompensation des Landes für die Einnahmeausfälle der Kommunen durch die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge sein müsse. Die Landesregierung tappte im Dunkeln, aber es gibt aus anderen Quellen ausreichend Daten und Zahlen, um zumindest die Größenordnung gut abschätzen zu können. So betrugen die Investitionsausgaben für Gemeindestraßen laut Zahlen des Statistischen Landesamtes in den Jahren 2015 bis 2017 jeweils ca. 200 Millionen Euro. Davon wären noch die Kosten für Neuerschließungen und die Kosten für den Eigenanteil der Gemeinden abzuziehen. Die Größen sind nun nicht genau bekannt, aber der resultierende Beitrag muss nun in jedem Fall unter 200 Millionen Euro liegen und kann sich niemals auf die vom Gemeinde- und Städtebund genannten 600 Millionen Euro belaufen. Wenn wir dann auch wissen, dass die Gesamteinnahmen der Gemeinden aus Straßenausbaubeiträgen plus Erschließungsbeiträgen 2016 lediglich bei ca. 87 Millionen Euro lagen, dann kommen wir als Basis auf ungefähr 50 Millionen Euro, die für eine Kompensation bereitgestellt werden müssten. Und das, meine Damen und Herren, verträgt sich auch mit den Zahlen aus anderen Bundesländern, zum Beispiel aus Hessen, ein Land, das flächenmäßig und einwohnermäßig deutlich größer ist, für das 55 bis 75 Millionen Euro an Straßenausbaubeiträgen angegeben werden. Meine Damen und Herren, die von Minister Lewens favorisierten wiederkehrenden Beiträge sind keine Lösung. In der Anhörung haben gleich zwei Experten eindringlich vor einer weiteren Verbreitung der wiederkehrenden Beiträge gewarnt. Im Endeffekt sind diese komplizierter, bürokratischer und streitträchtiger, so der Tenor. Und die Verwaltungskosten sind tendenziell höher. Die Zahlen, die Bürgermeister Beck in der Anhörung aus Mainz geliefert hat, untermauern das aus unserer Sicht. Wenn in Mainz 27% Verwaltungskosten für die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge anfallen, dagegen nur 5,4% bei den einmaligen Erschließungsbeiträgen, dann spricht das nun eben nicht für die wiederkehrenden Beiträge. Bei den Verwaltungskosten liegt ein Schwachpunkt des CDU-Gesetzesentwurfs. Zwar müssen die Kommunen nach CDU-Vorstellung keine Gebührenbescheide mehr für die Einwohner schreiben, dafür aber Zuschussanträge an das Land Rheinland-Pfalz. Und diese sind mit beträchtlichem Aufwand verbunden. Die Kommunen wollen auch keine Vorgaben des Landes, welche Ausbaumaßnahme wann drankommt. Die Kommunen wollen und sie können das selbst sehr gut entscheiden. Bürokratie und Eingriffe in das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen ließen sich aber mit der AfD-Lösung vermeiden, nämlich mit einer nach einfachen Kriterien bemessenen Pauschale für die Kommunen. Im Ausschuss haben die Vertreter der Ampel versucht, das zu tun, was auch der Kollege Noss eben getan hat, nämlich Steuerzahler und Hauseigentümer gegeneinander auszuspielen. Schaffen wir die Straßenausbaubeiträge ab, dann haben angeblich nur die Hauseigentümer etwas davon. Also zunächst mal, in der aktuellen Debatte wurde eben von Neiddebatten geredet. Also wenn ich eine Neiddebatte sehe, dann ist das eine Neiddebatte, meine Damen und Herren. Mehr aber noch, wenn der Politik, gerade in Rheinland-Pfalz, die Haus- und Wohnungseigentümer außen vor lässt, der lässt die Mehrheit unserer Bürger außen vor. Über 1 Million Haushalte oder 57% der Haushalte im Land besitzen selbstgenutztes Eigentum. Und meine Damen und Herren, es ist gut, dass die Zahl der Eigentümerhaushalte im Land Rheinland-Pfalz über dem Durchschnitt in Deutschland liegt. Aber es ist schlecht, dass die Eigentümerquote in Deutschland seit 2011 sinkt und das trotz Niedrigzinsen. Die Bürger in Rheinland-Pfalz
leiden unter der zweithöchsten Staatsquote auf der ganzen Welt und müssen mehr als die Hälfte ihrer Einkommen an Steuern und Abgaben an den Staat abgeben. Dem müssen wir endlich entgegenwirken. Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ist ein kleiner Baustein, aber, meine Damen und Herren, der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Wir als AfD haben die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge auf die politische Agenda gesetzt und werden trotz unserer inhaltlichen Bedenken dem Gesetzentwurf der CDU zustimmen, weil uns die Entlastung unserer Bürger sehr wichtig ist. Und natürlich werden wir uns auch weiterhin einsetzen dafür, dass die Straßenausbaubeiträge abgeschafft sind. Und wir hoffen, dass die FDP sich endlich ehrlich macht, zum Wohle der Bürger dem Willen ihrer Parteibasis folgt und zusammen mit uns den Straßenausbaubeiträgen ein Ende macht. Sie hätten heute die Gelegenheit dazu. Meine Damen und Herren, die Abschaffung der international fast einmaligen Straßenausbaubeiträge ist überfällig. 7 Bundesländer sind bereits vorangegangen. Rheinland-Pfalz sollte schnellstmöglich folgen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Staatsminister, Sie gingen eben ein darauf, dass die Ergebnisse der Expertenanhörung ja auch ausgewertet sind im Ausschuss. Da habe ich aber Sie vermisst. Bei dem fraglichen Tagesordnungspunkt sind Sie erst ganz am Ende gekommen. Hat er sich gut versteckt. Da hätten Sie eigentlich auf der Seite der Regierung setzen sollen. Wenn der Herr Staatsminister das heute Morgen dem Kollegen Baldorf serviert hat, darf ich ihm das wohl auch heute zu dem entsprechenden Anlass mal nennen. So. Zweites Thema, seien Sie doch bitte ruhig. Sie haben jetzt hier gar nichts zu sagen. Zweites Thema, es ging um Gegenfinanzierung. Also wir haben ja auch einen Gesetzentwurf eingebracht im Rahmen der Haushaltsberatungen und haben da eine umfassende Gegenfinanzierung präsentiert, unter anderem in Bereichen Integration, Energiepolitik, Gender, und hätten sogar mit Straßenausbaubeiträgen noch 60 Millionen Euro weniger Ausgaben gehabt für das Land. Also da ist eine Gegenfinanzierung, ist gut möglich, und da müsste man auch nicht so tief in die Tasche greifen, wie es der Gemeinde- und Städtebund sagt. Wir haben ja eben ausgeführt, dass aktuell die Summe der Straßenausbaubeiträge plus Erschließungsbeiträge war für das Jahr 2016, was glaube ich bei 87 Millionen Euro liegt. So, wie kommt man denn von da aus auf 600 Millionen Euro? Ja, ich meine, das ist ja eine Verzehnfachung fast. Das macht aus unserer Sicht wenig Sinn. Und was die wiederkehrenden Beiträge betrifft, da mussten Sie ja im Prinzip von dem von der Ampel selbst benannten Experten, Professor Driehaus, sich sagen lassen, dass er eben genau diese nicht empfiehlt. Ich wiederhole gerne nochmal: komplizierter, bürokratischer, streitträchtiger, höhere Verwaltungskosten. Ich glaube, unsere Bürger sind teilweise schwer belastet. Wir hatten hier Einzelfälle bis zu 30.000 Euro und darüber. Die Bürger in Rheinland-Pfalz tragen eine hohe Staatsquote, zweithöchste weltweit. Der Gedenktag des Steuerzahlers, der liegt im Juli. Das heißt, in der zweiten Jahreshälfte. Und da sind die Straßenausbaubeiträge vielleicht tatsächlich nur ein kleiner Teil. Aber irgendwo müssen wir doch mal anfangen, die Bürger zu entlasten. Und lassen uns das jetzt und hier tun.